Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist Chris Hedelmeier mit den Nachrichten vom 15.12.2011 im Studio von World Chamahiria. Nachrichten aus Libyen und aller Welt. In der Sahara südlich der Oasenstadt Katrun, etwa 1000 Kilometer von Tripoli entfernt, haben die Amerikaner mit französischer Hilfe eine Basis für ihre Drohnen errichtet, um revolutionäre antiimperialistische Bewegungen im arabischen Maghreb und der afrikanischen Sahel zu überwachen. Libyen hat sich unter der Besatzung durch NATO und Katar bereits in eine Militärbasis verwandelt und als eine Quelle der Bedrohung, Instabilität, Spionage und Provokationen gegen die Völker Algeriens, Tunesiens, Ägyptens, des Sudans, des Niger, Tschad und Mauretaniens erwiesen. Die Streitkräfte, die loyal zur libyschen Chamahiria, die Stämme der Tuareg und Tubu sowie die algerische Armee sind das Hauptziel für Spionage. Nützlicherweise werden diese Drohnen nicht zur Überwachung von Al-Qaida eingesetzt, die geheime Verbündete der USA in der Region sind. Das Pentagon ist dabei, die pro-imperialistischen Regime in Libyen, Tunesien, Ägypten und im Sudan zu stärken und diejenigen Algeriens, des Nigers und Malis zu schwächen. Am 8. Dezember fand in Frankreich in der Konferenzhalle des Instituts für Demokratie und Kooperation ein runder Tisch zum Thema der Libyen-Konflikt und das internationale Recht statt. Und in der Tat wurden selten mehr und lautere Stimmen im Westen vernommen, die die rauen, grausamen Methoden der westlichen Koalition überprüften und verurteilten, die zu einer politischen, sozialen und humanitären Krise in der libyschen Chamahiria führten. Diese Fragen wurden jüngst sogar in den oberen Kreisen der UNO gestellt, die den Weg für militärische Aktionen der NATO gegen die libysche Chamahiria erst frei machten. Namentlich wurde das Akzeptieren der Resolution 1973 als verheerender Fehler bezeichnet. Die Resolution 1973 wird nicht nur von einigen muslimischen Ländern, Russland und China kritisiert, sondern auch von westlichen Experten. Ihre Gegner stellen die Vertrauenswürdigkeit der UN in Frage und beschuldigen sie, die Rolle eines Komplizen bei den militärischen Operationen zu spielen, die zu massenhaften Opfern im libyschen Volk führten und Ruinen schafften. Das Argument der Teilnehmer, die Verletzung des Völkerrechts durch die westlichen Länder und die eigenmächtige Ausdehnung der Resolution betreffen, verlangen nach einer genauen und umfassenden Untersuchung. Es gibt die Auffassung, dass die Führung der Organisation der Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft von gewissen Kreisen absichtlich in die Irre geführt werde. Russland ebenso wie andere Subjekte des internationalen Rechts sind sehr skeptisch gegenüber der freizügigen Auslegung des internationalen Rechts durch westliche Politiker. Sie drängen auf eine allumfassende und ausführliche Studie dieser Frage und die Nicht-Tolerierbarkeit und betonen die Nicht-Tolerierbarkeit einer Wiederholung des libyschen Szenarios. Russland und andere Länder haben als Antwort darauf Schritte in der Sache Libyen-Konflikt unternommen, um eine politische Lösung zu erreichen und sinnloses Blutvergießen zu beenden. Diese Bemühungen, eben wie solche der Afrikanischen Union, erfuhren keinerlei Unterstützung von den Autoritäten der UNO. Die Ereignisse in Libyen können zu Recht als Bewährungsprobe für die internationalen Beziehungen bezeichnet werden. Nicht nur zwischen Russland und der NATO und dem Westen, sondern auf gleiche Weise für das gesamte System internationaler Beziehungen und Angelegenheiten, als dessen einziger Hüter und Garant die UN geschaffen wurde. Auch heute noch wäre es angebracht, dass der UN-Sicherheitsrat eine Sonderkommission einsetzt, die alle Umstände untersucht, die zum Projekt Resolution 1973 führten. Die negativen libyschen Erfahrungen sind heute aktuell nicht nur wegen den Kanonen, die in diesem afrikanischen Land des Südens immer noch feuern und unschuldige Menschen töten. Es ist notwendig, dies alles in Erfahrung zu bringen, denn der Westen weigert sich immer noch, seine Schuld einzugestehen und scheint bereit zu sein, sein Verständnis von Demokratie auf Kosten von zehntausenden Menschenleben zu verteidigen. Diesmal auf Kosten der Bürger Syriens und des Iraks. Diese und andere Fragen wurden von hochrangigen Gästen
des besagten Instituts für Demokratie und Kooperation diskutiert. Bekannte aktive Funktionäre und Theoretiker des internationalen Rechts, unter ihnen der ehemalige französische Außenminister Roland Dimens, Präsident der Universität von Innsbruck in Österreich und Präsident der internationalen International Progress Organization Hans Keller, dem Professor an der Russischen Akademie für Management in Kasan Alexander Misajew und der Professor für Philosophie des Völkerrechts an der Hamburger Universität Reinhard Merkel. Der runde Tisch wurde einberufen unter der Schirmherrschaft und noch mit aktiver Teilnahme der Präsidentin des Instituts, Natalia Narodchnitskaya. Nachdem die Hauptredner ihre Berichte abgeschlossen hatten, begann eine lebhafte Diskussion, der sich auch General Henri Paris, der erste Sekretär der Botschaft der Russischen Föderation in Frankreich, Alexander Marchenko, Presseattaché des Botschafters Sergei Piranow und Vertreter zahlreicher diplomatischer Vertretungen, Journalisten und bekannte Persönlichkeiten aus Frankreich und nordafrikanischen Staaten anschlossen. Zurück zu Libyen. Rassistische Banden aus Benghazi, Misrata und Tripoli haben einen wirklichen Genozid an der schwarzen Bevölkerung Libyens verübt, die ein Drittel der Bevölkerung ausmachen und darüber hinaus an Gastarbeitern aus anderen afrikanischen Ländern. Das Absurdeste und Paradoxeste ist aber, dass die Ausrottung bzw. Vertreibung der libyschen Schwarzen durchgeführt wurde auf Anweisung eines schwarzen US-Präsidenten. Eine von den USA und Katar mit aller Macht und Entschlossenheit unterstützte Konterrevolution machte die schwarzen Libyer zu den erbittersten Feinden der sogenannten Übergangsregierung. Diese Leute leben weiterhin in den Oasenstädten Fesans und dürsten danach, an den rassistischen Verbrechern Rache zu nehmen. Die menschenfeindlichen Nachfahren arabischer Sklavenhändler, die schwarze Sklaven an die Kolonialmächte und die USA verkauften, bilden die neue kriminelle libysche Bourgeoisie. Die Afrikaner werden den Ratten ihre Verbrechen nicht vergessen und nicht vergeben. Die rassistische und faschistische Natur des Rattenregimes ist nun offensichtlich geworden. Die Befreiung Libyens geht weiter. Hände weg von Syrien und Iran. Wir hören uns wieder on air und möge der Allmächtige dem arabischen Volk in seinem heiligen Krieg gegen die Hunde der NATO und ihren Komplizen beistehen. Das waren die Nachrichten von und mit Chris Sedlmayr aus dem Studio von World Jamahiriya. Diese Informationen wurden von Tantiana von World Jamahiriya Radio zusammengestellt aus Quellen der elektronischen Massenmedien. Übersetzung aus dem Russischen ins Englische durch Sergei Kamensky, Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche von Chris Sedlmayr. Nachtrag zur Untermauerung der Wichtigkeit der Information aus unseren letzten Sendungen. Das Pentagon dementiert jegliche angeblich unbegründete Beschuldigung, die gegen US-Militärangehörige vorgebracht wird, in den Tod des letzten libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi verwickelt zu sein, wie RIA Novosti berichtet. Das erklärte Captain John Kirby im Namen des US Department of Defense. Er erklärte, dass Behauptungen, die US Special Forces in Verbindungen mit dem Tode Gaddafis brächten, Zitat, lächerlich und lachhaft, Zitat Ende wären. Zitat, in all diesen Operationen waren keine US-Truppen auf dem Territorium dieses Landes. Sämtliche Unterstützung kam vom Land und vom See, sagte er. Erinnern wir uns an die jüngsten Meldungen. Kurz vor dieser Meldung beschuldigte der russische Ministerpräsident Wladimir Putin US-Spezialeinheiten der direkten Beteiligung an der Ermordung von Muammar al-Gaddafi. Zitat, wer hat es getan? Zitat Ende, fragte Putin in der traditionellen interaktiven Telefonkonferenz direkte Verbindung im Fernsehen, in der jedes Jahr die Bürger Russlands ihren Präsidenten direkt befragen können. Zitat, es waren Drohnen, darunter auch amerikanische. Sie attackierten Gaddafis Konvoi. Dann riefen US-Sonderheiten, die dort gar nicht sein dürften, über Funk sogenannte Oppositionskämpfer und Gangster herbei, die Gaddafi dann ohne ordentliches Gerichtsverfahren umbrachten. Das ist alles. Zitat Ende.
Hierbei ist erwähnenswert, dass der Ministerpräsident das erste Mal die Amerikaner der direkten Beteiligung an Gaddafis Tod beschuldigte